Ja, hallo und willkommen. Eine nächste Runde. Ein neuer Spaß. Der dritte Teil schon. Ich gucke mir wieder eBay-Gebote an. Und bei manchen weiß ich nicht, was ich davon zu halten habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da nicht er selber geboten hat. Mephisto Modular 4 Anleitung. 7,30 € und 1,15 € für 15 auf Versand. Also 8,30 €, 8,85 €. Ich weiß ja, also so teuer kann ein Drucker Tinte doch nicht sein. Ich zeige erstmal was. Hier, das ist Zanchetta. Da gibt man einfach auf auf Dokumentation, also Zanchetta.net. Dann geht man auf. Da sind noch andere Sachen. Ich zeige das mal mit Dokumentation hier. Dann geht man einfach drauf hier auf Mephisto. Dann geht man drauf auf den MM4. Man hat sogar verschiedene Sprachen hier zur Verfügung. Hier geht man auf Deutsch. Und dann hat man hier die Anleitung. Und das kann man sich runterladen. Wenn man sich das runtergeladen hat, geht man auf dieses Druckersymbol. Und dann kann man sogar, was man möchte an Seiten, kann man sich ausdrucken lassen. Meinetwegen, man möchte nur wissen, wo sind die Level oder sowas. Oder nur Seite, ich weiß ja auch nicht. 3 bis 15 oder irgendwie sowas, dann druckt man sich die Seiten aus und schneidet das aus und dann klammert sich das wahrscheinlich meinetwegen noch. Ah, das ist auf jeden Fall, oder wie ich das mache, in Folienhüllen und in den Ordner. Das ist auf jeden Fall so teuer, kann Druckertinte gar nicht sein. Ohne Kröchen geht es nicht, oder wie? So, das Mikro ist natürlich kilometerweit weg, ist ja ganz klar. Der Lippo grölt hier durch den Raum. Meine Güte. Also ich würde es nicht empfehlen, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein bisschen arg überzogen. 7,30 € für eine Anleitung. Geht nach Zanchetta und ladet euch das Ding runter, dann habt ihr das auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Druckerpapier und Druckertinte so teuer Hier als sind. nächstes jetzt bin ich so, jetzt muss ich irgendwann wieder drin sein. Hier, ich bin hier natürlich rausgescrollt durch das Teil von eben. Aber mal so. Dieses Mal der Explorer Das ist Pro. hier der Explorer Pro. Zytec 2056 Elo Franz Morsch. H8 3214. 8-Bit. 16 MHz. 1 KB RAM. 32 KB ROM. 6000 Halbzüge. Also, ich würde, wenn schon, dann eher den favorisieren. Man sieht fünfstellige 48-Segmentanzeige. Drucksensoren. Das kann man durchaus machen, das Gerät. Das ist gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Man muss halt, wenn man dagegen, ich weiß gar nicht, welche Taste ist das, F1 oder so, auf Option F1 drücken, wenn man dagegen blitzt, dass die Zeit Countdown-mäßig angezeigt wird. Aber man hat die Möglichkeit, das zu machen. Ich finde den gar nicht ganz gut. Der Explorer ohne Pro ist das gleiche mit 10 MHz. Ich weiß gar nicht, Bibliothek weiß ich gar nicht, ob der weniger hat. Ich meine, RAM hat er weniger. Das ist, die meisten Schachcomputer von Franz Morsch sind alle 10 MHz, aber auch 32 Kilobyte Programm, 6000 Halbzüge, 64 Spielstufen. Das ist ja alles das Gleiche. Ich habe den ja auch hier, das ist einer, den ich auch habe. Ich finde den gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Die Spielstärke ist recht groß. Mal auf die Bilder gucken hier. Komplett aus Sammlung. Das ist rechts und links, diese beiden Ansätze. Da, die kann man zu den Seiten aufschieben. Da kann man die Figuren da reinmachen. Dann hier noch das Netzteil. Die Anleitung auch dabei. Das ist gut, das kann man machen. Also da würde ich ganz klar einen Daumen hoch für geben. 69,90 €. Also nicht 69, sondern ja, 76 € um den, da, plus 6 €. Also nicht 69 € sondern ja 76. 76 € knapp. Kann man machen, das habe ich auch bezahlt. Ja, und hier, ich weiß nie, was ich von diesen Geräten zu halten habe. Schachmeister Pro 2. Ein Beobachter in den letzten 24 Stunden. Wahrscheinlich bin ich das. Ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß ja auch nicht, welches Programm da. Wir Da können ja gibt mal es keinen nachgucken. Wiki-Eintrag zu. Das ist immer das, was ich nicht so mag, wenn es da keinen Wikipedia-Eintrag zu gibt.
Man weiß gar nichts davon. Man weiß nicht, was ist das für eine Engine? Zum Beispiel. Das ist fast das gleiche wie der Pro. Weil die Tasten sind anders und vor allem es fehlt unter dem Display fehlt die andere Anzeige noch. Zumindest sieht man es auf diesem Bild rechts nicht. Wohl hier ist es doch da. Ich weiß nicht. Ich würde es mir nicht holen, muss ich ehrlich sagen. Das ist so ein katalytisches Netzteil. Sieht man da irgendwas hier? Mal gucken. Ich befürchte nämlich. Jetzt bin ich draußen aus dem Bild. Ich befürchte nämlich, der hat ja kein Netzteil. Das würde mich von daher wundern, weil das andere Gerät hat ja Netzteil. Also dieser Genius Pro hat Netzteil. Ich würde die Finger davon lassen. Ja, und hier haben wir den Mephisto München Polga plus Polga-Modul. Er sinkt und sinkt und sinkt im Preis. Das erste Gebot, was ich gesehen hatte, war 999, dann 899, jetzt 799 Euro. Wenn man das Geld hätte, könnte man das durchaus machen, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja immer in der München. Also Turnier, großes Brett. Figuren sind auch alle vorhanden. Dann hier kann man sich das Brett ansehen. Das ist auch okay. Also ich sehe da zumindest nichts großartig Schadhaftes dran. Dann hier die Figuren mit dem Polga, sogar ein grünes Polga-Display. Netzteil und Anleitung sogar in der Folie drin. Ich weiß jetzt, das scheint aber die Originale zu sein. Wenn ich das Geld hätte, würde ich es mir holen. Wenn man eine 800 Euro schenken würde, würde ich mir den sofort holen. Den München Polga. Ja, und das war's dann auch schon. Zu diesem Video. Vier Gebote dieses Mal. Totalausfälle waren nicht dabei, muss ich ehrlich sagen. Ja, du, dieser Millennium. Holt euch was anderes als den. Das gibt meinetwegen einen Supermondial gebraucht, einen Mondial gebraucht, irgendwie sowas in der Art. Das ist, wenn man schon keine Wiki-Einträge findet, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Ich möchte zumindest wissen, von wem ist das Programm? Das würde ich doch schon ganz gerne wissen. Ja, und weiter könnte ich auch nicht sagen. Ich verabschiede mich. Dann holte ich meinetwegen auch so ein Seitig, so ein Morsch mit 1 Kilowatt Programm und 10 Megahertz und so weiter. Wenn ihr nicht gerade schon 5 Stück davon habt. So, ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.